Das ist ja, als ihr alle so Zugabe gerufen habt, ne, dann waren wir so hinten am Quatschen und wir waren vor zwei Tagen waren wir in der Westfalenhalle dort. Da waren doppelt so viele Leute wie ihr da, aber ich muss sagen, ihr habt wirklich eine Wahnsinnsstimmung hier. Also wir finden, das ist richtig fett, richtig fett. Danke. Als ich heute so auf der Fahrt nach Erfurt war, da kamen mir so viele schöne alte Erinnerungen hoch, so als ich noch so klein war und bei euch eine Fußgängerzone auf dem Domplatz noch Musik gemacht habe. Ja, die Thüringer Bratwürste, never forget. Und ich finde es total schön, es gibt viele von euch, die wirklich seit vielen, vielen Jahren das Ganze mitmachen. Früher, dann war ich 6 Jahre mal weg, so, dann taucht der Bursche wieder auf und ihr feiert die neue Mucke, das bedeutet mir sehr viel. Und ich möchte das nächste Lied, es ist ein Danklied, das habe ich in der Klosterzeit geschrieben. Das ist gar nicht auf den Album Boats drauf, sondern das ist, ja, es war nie im Radio. Aber das ist ein Song, der mir sehr viel bedeutet, weil ich musste diesen Umweg machen, diese 6 Jahre einfach raus. Und ja, wie so ein Computer mit zu vielen Viren, zu vielen Bugs, musste ich einen Reset für mich, für mein Leben finden. Und ich habe auch das gefunden, was ich gesucht habe im Kloster. Und interessanterweise wurde mir ausgerechnet da, wo ich ja nichts mehr mit Musik zu tun haben wollte, haben die älteren Mönche gesagt, Junge, guck mal, da in der Ecke ist so eine Schrottgitarre, schnapp dir die und mach mal ein bisschen Musik so für dich, für den Herrn. So. Okay. Habe ich dann im Klosterkeller in Frankreich dieses Lied geschrieben. Es ist einfach ein Danklied an den unsichtbaren Regisseur meines Lebens.